So Leute, da sind wir wieder bei Let's Play Pokémon Mystery Dungeon, Erkundungsteam Himmel. Ja, letzte Aufnahme ist ein paar Monate her. Ja, hatte nicht wirklich Zeit und oder Lust, hier weiter aufzunehmen. Aber ich habe mir gedacht, ich will das Spiel jetzt so langsam mal fertig haben. Ich werde es jetzt in dieser Aufnahme definitiv nicht fertig kriegen, weil ich weiß noch ganz genau, wie viel da noch vor mir liegt. Aber das ist kein Grund, es nicht irgendwann mal anzupacken. Wir haben ja einen Großteil von dem Spiel schon durch, also die Hauptstory haben wir ja schon. So, ich habe vorhin schon mal ein bisschen ins Inventar gelunzt und habe gesehen, dass wir noch ein paar Boxen dabei haben. So, was haben wir hier noch? Zwei Items für Ursaring, alles klar. Okay, na dann schauen wir doch mal. Wir haben noch ein Himmelspräsent hier. Blaugummi. Ich weiß nicht, ob wir den einen Blaugummi, den wir brauchen, noch schon gelagert haben, aber gut, ich schau gleich am besten mal. Der Rest von den Sachen hier drin sieht eigentlich ganz gut aus. Muss ich bloß mal schauen. Also wenn er gewesen wäre, dann wäre er schon vorher da gewesen, oder? Ah ja, hier haben wir zwei Blaugummis, passt. Ja, dann nehmen wir die beiden hier mal mit. Und dann schauen wir mal wieder bei Pandya vorbei. Da draußen steht Team SPA. So, wo sind die ganzen tollen Gummis? Mehr Def. Passt doch schon. Lavameider. Okay. Ist jetzt nicht unbedingt etwas, was ich brauchen würde. Ja, Hauptsache wir kriegen ein paar gute Statuswerte wieder dazu. Ui, extra IQ. Wir haben schon 3,5 Sterne im IQ. Das ist ja zumindest schon mal fast die Hälfte von dem, was ich brauche.
Dann schauen wir doch mal schnell runter zu Glibunkel, ob der was für uns hat. Was ist das hier? Ach, das ist für Minun. Okay, er hat nicht wirklich was für uns. So, was machen wir denn jetzt überhaupt? Wir könnten ja, also eigentlich müssten wir jetzt irgendwelche Missionen wieder machen. Das könnten wir machen. Oder wir gehen nochmal zum Himmelsgipfel und holen und rekrutieren uns Shaman. Können wir uns aber auch erstmal ein Team zusammenstellen. Mal schauen, ob wir irgendwas in der Nähe von Level 40 noch haben. Sieht aber gerade nicht wirklich danach aus, oder? Ja, mein Skuntank Level 42. Dass ich dieses Wen of Liebes James genannt habe, ist irgendwie ironisch, oder? Ich glaube, ich habe da wirklich an den James aus dem Anime gedacht. Ich habe keine Ahnung, wen ich hier jetzt mitnehmen soll. Ich glaube, ich wollte die Fio sowieso mal ein bisschen weiter trainieren. Die könnte nämlich noch ein richtig starkes Brutalander werden. Glaube zwar eh nicht, dass das in diesem Let's Play noch passieren würde, aber was soll's. Was haben wir denn noch hier? Ach, ich nehme den Destiny einfach mal wieder mit. Wir hätten einen Job in der Nordwüste. Aber gut, holen wir uns einfach mal Shaman. Das Gute ist, dass wir beim zweiten Mal ein bisschen abkürzen können. Wir müssen nur noch die obersten. Nur noch die obersten drei müssen wir machen. Ach, das ist ja mal wieder ganz schön. Jetzt muss ich bloß mal ganz kurz schauen, ob die. Okay, bei dem ist Itemmeister aus. Bei dem auch. Gut, dann haben wir das zumindest schon mal erledigt. Ja. So. Nur die beiden Ursaringe haben überlebt. Nee, lass das lieber mal. Dass die Antworten immer standardmäßig auf Nein stehen.
Aquawelle, Bärenkräfte, Geld und ein Graugummi. Ja, hat sich das Ganze ja schon gelohnt. Gut, Fliegi macht das. Hyperzahn. Eine Star-Orb. Ja, warum nicht? Okay. Hier ist auch nichts. Ja, hier ist die Treppe. Ein Himmelspräsent, okay. Na, immerhin, er kann sich selbst verteidigen. Und da ist Level 41. Und für Fliegi auch. Und Destiny kriegt Level 30. Chaos-Samen. Die kann man ja auch immer mal brauchen. Ja gut, das sehe ich jetzt mal als kleines Geschenk an. Moment mal. Moment, wie war das nochmal? Ah, okay, hier haben wir es. Ich habe ja noch ein paar von den Teilen. Box. Schatzboxen sind toll. Oha. Der macht ja ganz schön viel Schaden damit.
Juhu, eine Sackgasse. Wie ich diese Dinger liebe. Aber jetzt keine Spitznamen mehr übrig, denke ich mal. Ein V-Senior. Tja, wenn man unterlevelt in einem Dungeon ist, dann geht's mit den Level-Ups wenigstens schnell. Nice. Ein Geheimraum. Sowas hat man auch selten. Wenn wir mal 5 Schatzboxen mitnehmen. Also Schatzboxen gibt es hier definitiv sehr viele. Okay, da hat's Fio erwischt. Ah, ein Himmelspräsent haben wir bekommen noch von Sneebel. Eine Linkbox. Also Äpfel braucht man in dem Dungeon hier definitiv nicht. Ich mag die Musik hier oben. Ja, gut, warum nicht? Allerdings muss ich dich jetzt erstmal zur Gilde zurückschicken.
Wieso haben die jetzt gar keinen Schaden genommen? Noch ein Chaos sammeln. Ein Level up sammeln. Nice. Den können wir ja danach ja direkt bei Pandir verscherbeln. So. Das ist der letzte Teil vom Himmelsgipfel. Ein Belebersamen. Nehme ich doch immer wieder gerne mit. Ich sollte vielleicht eigentlich echt mal den Donnerblitz fixieren, nachdem mir die Attackenpunkte hier eh nicht wirklich ausgehen. Und Moment. Geld nehmen wir mit. Freundliche Treppen sind immer wieder was Schönes. Destiny erreicht Level 31. Was lernt er denn jetzt? Gähner. Nee. Der kriegt immer ganz schön viel KP dazu. Kann aber auch sein, dass ich das von wegen Super Mystery Dungeon einfach nicht mehr gewohnt bin. Und das ist tatsächlich hier alles eine Sackgasse da hinten. Ah, vergessen. Da war ja was. Er ist leider ziemlich nutzlos.
Sichtsamen. Naja, haben wir das zumindest schon mal geschafft. Oh, Team Crosshair. Ich bin so froh, dass ihr euch dafür entschieden habt, diesen Berg noch einmal zu besteigen. Ein Berg ist wirklich etwas Besonderes, nicht wahr? Hier kannst du all deine Sorgen und Nöte vergessen. Ich weiß nicht warum, aber hier sind alle aufrichtig und offenherzig. Es ist wirklich sonderbar. Wo ich gerade von spreche, Team Crosshair. Ich habe jetzt schon eine Weile darüber nachgedacht. Und beim Betrachten dieser Berglandschaft habe ich einen Entschluss gefasst. Mit euch den Berg zu besteigen, Team Crosshair, war ein unvergessliches Erlebnis. Es hat mich wirklich tief bewegt. Was glaubt ihr, könnte ich bei Team Crosshair mitmachen? Aber sicher doch. Und Shaman braucht keinen Spitznamen. Nochmal Aussicht genießen, wenn wir schon mal hier sind. So. Dann gehen wir jetzt nach Schattstadt zurück.